verbrauchst du den ganzen Sauerstoff in deinem Blut. Dann ertrinkst du doppelt. Das ist Anatomie-Grundwissen.
würde glatt sesshaft werden und mir nicht mehr in der Wildnis die Titten abfrieren. Mann, das war verrückt. Ich wäre fast durchgedreht. Oh, du süßes Sahneschnittchen, sie ist zurück. Das macht das Leben so viel einfacher. Jetzt kann ich mir meine Mückenstiche aufkratzen und sich entzünden lassen, ohne 3 Wochen später tot umzufallen. Danke, echt jetzt. Ich hatte eigentlich vor, Leuten zu helfen, statt Wurzeln und Schrott zu sammeln, wie ein dreckiger Messi oder so. Also, hast du was dagegen, wenn ich mit dir mitkomme? Ich kann mein Labor im Garten deiner Bude einrichten oder so. Und ich kann dein Immunsystem ankurbeln und dafür sorgen, dass du dich super fühlst. So Kondition und so ein Kack. Ich baue mein Zeug einfach da auf, ja? Ja, ich gehe dann jetzt und richte mich ein und alles. Danke nochmal, Alter. Anscheinend haben wir noch Arbeit. Wenn es aus dem Boden wächst, ist es gesund. Wer weiß das besser, du oder ich? Halt's Maul, ich weiß es besser. Ich hab schon Schlimmeres erlebt. Kleinvieh macht auch Mist. Schon, dass wir Prosperity als Rückzugsort haben, ist eine große Hilfe. Roger. Okay, gehen wir. Wir müssen aufeinander aufpassen. Jetzt mehr denn je.
Okay, ich bin dabei. Alles klar, gehen wir. Wechsle die Stellung. Mir kommt keiner! Ich dachte, ich wäre auf dem Weg zu meinem Schöpfer. Ich dachte, noch nicht. Das war beeindruckend. Nimm dir, was du kannst und wenn du kannst. Die Zwillinge haben mir meinen Vater genommen. Das verzeih ich ihnen nie. Pflanzen wie die sind immer nützlich. Achtung, ich sehe einen von denen. Das war ziemlich knapp. So überlebt man hier draußen. Nichts verschwenden.